Welche Dinge haben sich nach dem Krieg zum Schlimmeren und welche zum Besseren verändert? In unserem kleinen Dorf, wo ich lebte im Krieg, haben wir eigentlich von den ganzen politischen Verhältnissen, die damals in Deutschland waren, gar nicht so viel mitbekommen. Und auch nach dem Krieg sind wir eigentlich gar nicht so sehr in Kontakt getreten mit den alliierten Mächten, mit den Engländern, die in Norddeutschland die Besatzungssoldaten waren. Und wir haben eigentlich auch gar nicht so richtig Unterschiede gemerkt, vorher oder nachher. Okay, machen wir wieder auf Stopp.